Freunde der Sonne und willkommen zu einem neuen Let's Play. Diesmal geht es nicht um Sweet Amores, unser allzeit bekanntes Lieblings-Internetspiel. Diesmal geht es um ein verwandtes Spiel, nämlich um Eldaria, worauf ich mich schon seit Wochen, Monaten gefreut habe, dass es endlich auch auf Deutsch oder Englisch rauskommt. Und ja, da wären wir jetzt. Und dann dachte ich mir, fangen wir gleich mal an, die erste Episode zu spielen, die ja eigentlich erstmal nur eine Einleitungsepisode sozusagen ist. Und danach sind aber auch schon Episode 2 und 3 online, was mich sehr überrascht hat. Also man sieht, ich habe das schon einmal gespielt. Ich hatte es auch aufgenommen, aber das war vor 2 Tagen. Und ich wollte das gerne einmal erst in einem Rutsch durchmachen. Deswegen fangen wir jetzt hier nochmal mit einem freien Replay an. Ja. Genau. Ich bin noch nicht ganz durchgestiegen durch die Währung. Also wir kriegen offenbar jeden Tag Mana dazu, aber nicht Geld. Ja. Ich bin schon immer gerne in diesem Wald spazieren gegangen. Früher habe ich ihn immer als den friedlichsten Ort auf Erden empfunden. Dort, wo ich hinging, wenn ich alleine sein wollte. Weiter. Aua. Okay. Also es leckt irgendwie ziemlich. Das ist mir in der ersten Aufnahme schon aufgefallen, weswegen ich es auch nochmal neu drehen wollte, weil ich dachte, ha, Serverbelastung vielleicht, weil es so viele neue Leute gibt, aber offenbar ist es das Spiel ein bisschen. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, hatte ich genau das in dem Moment besonders gebraucht. Mit der Schule war ich beinahe fertig. Ich musste mich also darauf einstellen, in die Arbeitswelt einzutauchen. Neue Gewohnheiten, neue Regeln und mehr Verantwortung. Das müssen wir doch alle. Um auf andere Gedanken zu kommen, schaute ich mir meine Umgebung etwas genauer an. In diesem Moment bemerkte ich einen Pilzkreis. Er bestand aus einer Pilzart, die ich zuvor noch nie gesehen hatte. Neugierig näherte ich mich ihm, um ihn mir genauer anzusehen. Ja, krass, so ein Pilzkreis, ne? Es leckt aber nicht mehr ganz so doll wie beim ersten Mal. Also da musste ich teilweise echt minutenlang warten, bis der nächste Text kam. Die Pilze sind so gewachsen, dass sie einen nahezu perfekten Kreis bildeten. Das Gras in der Mitte des Kreises wirkte viel frischer als das ringsherum. Sieht auf dem Bild jetzt nicht so aus, aber hey, never mind. In dem Augenblick, als ich einen Fuß in den Kreis setzte, flogen plötzlich von allen Seiten Glühwürmchen auf, die leuchtend um mich herum wirbelten. Pilzkreis, Glühwürmchen, das ist ja immer schon so eine Aussage. Aua, muss mal eben was trinken. Hilfe, was ist das denn? Ich blinzelte mit den Augen, um mich an dieses blendende Licht zu gewöhnen. Schließlich konnte ich einige Formen und Farben erkennen. Oh. Schmerz. Anstelle des Waldes fand ich mich an einem mir völlig unbekannten Ort wieder. Ein Ort, wie ich ihn noch nie in meinem Leben gesehen hatte. Oh mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Um eine Erklärung dafür zu finden, wo ich war, sah ich mich in dem riesigen Raum um. Mein Blick fiel schließlich auf einen haushohen Kristall, der in der Mitte des Raums thronte. Haushoch also. Sieht irgendwie ein bisschen aus wie aus irgendeinem MMO. Er ist wunderschön. Das haben Kristalle meistens so an sich. Ja, ja. Wie hypnotisiert von seinem schwachen Lichtschein ging ich auf ihn zu, um ihn zu berühren. Oh Gott. Das Dümmste, was man machen kann. Erstmal hingehen und anfassen. Ne? Ich meine, du bist gerade von einem Pilzkreis in irgendeinen dir weltfremden Ort teleportiert worden und das Erste, was du denkst, ist, ich fass mal an.
Hey, wer bist du? Wie bist du hier hereingekommen? Ich habe mich erschrocken umgedreht. Wurde doch nicht so erschrocken, dass es schnell lädt. Eine Fuchskatzenlady. Ich habe dir eine Frage gestellt. Gehörst du zu den Templern oder etwa zu den Freimaurern? Ich verstehe kein Wort, von dem du da sprichst. Antworte. Wo um alles in der Welt kommt dieses blaue Feuer plötzlich her? Aus ihrem komischen Vogelkäfig, den sie da mit sich rumträgt. Antworte. Ich war im Wald spazieren und dann war da dieses Licht. Cool. Plötzlich war ein lautes Geräusch zu hören. Weiter. Bäm. Was ist denn jetzt los? Woher soll ich das wissen? Ich bin doch gerade erst hier angekommen. True Story. Oh, Leute, ich höre die ganze Zeit die Affen schreien aus dem Zoo, der hier um die Ecke ist. Jamon, tu was du zu tun hast. Du kennst ja die Prozedur. Wir kümmern uns später darum. Ich sehe nach, was los ist. Die Prozedur? Welche Prozedur? Und es leckt so schön. Oh. Ohne ein weiteres Wort eilte das Fuchsmädchen davon. Auf einmal baute sich eine Wand vor mir auf, die mir die Sicht nahm. Safe. Eine Wand, ein Mensch. Oh, nein. Ist es ein Kissen? Ist es ein Gespenst? Nein, es ist ein Schweinemensch. Eine Wand oder vielmehr ein Körper. Ich sah auf. Dieser Koloss überragte mich um mindestens zwei Köpfe. Ich würde gerne weiterklingen. Aha. Ich fragte mich, wie mir die Anwesenheit eines solchen riesigen Monsters zuvor entgehen konnte. Das wundert man sich so manches Mal, wie einem etwas nicht auffallen kann. Grrr. Das musste wohl Jamon sein, von dem dieses Mädchen gesprochen hatte. Er sieht irgendwie nicht so koscher aus. Er hatte einen Kopf wie der eines Schweins, oder vielmehr wie von einem Warzenschwein. Jedenfalls war er muskulöser als ein mexikanischer Wrestler. Er fasste mich am Arm und zog mich ohne ein Wort aus dem Raum. Hey, du tust mir weh! Diesen Vergleich, den finde ich so lustig. Mexikanischer Wrestler. Grrr, Gnampf, was auch immer er für Geräusche macht. Lass mich los! Ich wehrte mich gegen ihn, doch meine Unterarme schmerzten zu sehr. Ich gab es auf, mich weiterhin zu sträuben. Ja, das sieht ja einladend aus. Nachdem wir durch mir seltsam erscheinende Räume liefen, gelangten wir zu einer gigantischen Treppe, die sich dunkel und fensterlos in die Tiefen schraubte. Wo bringst du mich hin? Grrr. Los, antworte mir. Krasses Durchsetzungsvermögen. Nicht. Immer noch grrr. Meine Frage blieb ungehört. Wir stiegen zahllose Treppenstufen hinab und meine Beine wurden müder und müder. Naja, hier die Treppe runtersteigen finde ich jetzt persönlich nicht so krass anstrengend, aber weiß auch nicht. Vielleicht empfinden das ja andere als anders. Ich schaute mich an dem seltsamen Ort um, zu dem er mich gebracht hatte. Dort warf ich mich das Biest in eine Zelle. Das sieht halt krass unschön aus. Also. Bisschen gruselig da mit diesen Käfigen. A la Kannibalismus, Fluch der Karibik 2. Nicht bewegen. Was? Du willst mich doch hier nicht alleine lassen? Die lassen einen immer alleine. Es ist so. Immer. Miku sagen, nicht bewegen. Aber ich kann doch hier nicht bleiben. Nee.
Wenn Mikro das sagt, dann ist das wohl auch so. Das ist nicht witzig. Komm zurück. Ja, komm zurück, Text. Komm zurück. Bitte. Boah. Spätestens jetzt Zeit, seinen Heulkrampf zu kriegen, ne? Mein letzter Hoffnungsschimmer war verflogen. Ich wusste nicht, wo ich war und auch nicht, wie ich es anstellen sollte, wieder nach Hause zu gelangen. Das ist schon scheiße. Ich war eine Gefangene, eingeschlossen an dem düstersten Ort, den ich je gesehen hatte. Supi, das ist doch total cool. Aber da wachsen auch wieder Zauberpilze. Gerade als ich dachte, es könnte gar nicht mehr schlimmer kommen, erschien ein Schatten im Wasserloch vor mir. Oh Gott. Persönlicher Albtraum erfüllt. Oh Gott. Ich verstehe nicht, warum es so langsam lädt. Lädt es bei. Ich kann das irgendwie sagen, ob es bei euch auch so langsam lädt, weil es mich krass abfuckt. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Jemand oder etwas starrte mich an. Verängstigt kroch ich zurück und presste mich gegen die Gitterstäbe meiner Zelle. Sollte ich etwa an ein Monster verfüttert werden? Ja, better not, ne? Gruselig, Alter. Dieses Boogeyman-Smile da, Alter. Jetzt los, komm, verzieh dich. Gott sei Dank schien das Monstrum keine große Lust zu haben, mir einen Besuch abzustatten und verschwand wieder in den Tiefen des Tümpels. Ja, auch nicht unbedingt besser, dass das dann so ungesehen davon verschwindet, aber naja. Besser als direkt gefressen zu werden. Ich zitterte am ganzen Leib und ließ mich auf den Zellenboden sinken. Ach so, ich dachte, wir sitzen schon. Scheint ja echt cool anzufangen, so. Richtig vertrauenserweckend. Oh Gott, Hilfe. Ich wollte daran glauben, dass alles nur ein Albtraum ist, aus dem ich bald wieder aufwachen würde. Doch der Schmerz in meinem Arm erinnerte mich daran, dass dies alles andere als ein Traum war. Digga, wie fest hat er denn zugepackt, dass ihr die Arme jetzt noch wehtun? In meinem Kopf jagte ein furchteinflößender Gedanke den nächsten. Panik stieg in mir hoch. Was kommt nur auf mich zu? Tja, die Frage aller Fragen, die stellen wir uns auch, aber so, da die Seite eher bunt aussieht, glaube ich nicht, dass wir lange in diesem Loch stecken werden, sondern schon bald von Prinz Eisenherz gerettet werden. Episode beenden. Ja. Das war dann also die Einleitungsepisode, wo man ja ganz schön krass viele Entscheidungen nicht getroffen hat. Ja. Fängt ja ganz spannend an. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Noch kann man ja nicht zu viel dazu sagen zu dem Spiel. Aber es scheint ganz cool zu sein. Without you, but I can't, 'cause we could be immortals.